da wäre er wieder. Ein, zwei Sachen, bevor wir losgehen. Einmal wurde mir gesagt, ich solle doch, wenn man vom Yubi-Gebiet kommt, mich an der Küste umsehen. Da könnte noch was Interessantes für uns sein. Dann soll irgendwo hier am Lagerfeuer, also am Leuchtfeuer, noch was versteckt sein. Try Wheel. Was? Steht hier. Wie ein Traum in kurzen Beinen? Was? Also hier am Leuchtfeuer soll irgendwo was versteckt sein. Zumindest in der Nähe von dem Leuchtfeuer. Jump Attack? Nein. Das muss ich also auch noch gucken. Und ich glaube, wir sollten unsere Seelen mal ausgeben. Hier war der Baum, hier haben wir sie getroffen. Oh. Hier ist nichts außer einer schönen Aussicht. Nö, okay. Gegenstände. Denn... Genau, wir haben einen Zauber bekommen. Den hatte ich ganz übersehen. Das heißt, wir können jetzt wieder steigern, dass wir mehr Zauber sprechen können. Das sollten wir auch gleich mal machen. Du, komische Frau. Ist das ein Shard, Yufa? Hier, um zu sehen, however. Und das habe ich wohl auch noch übersehen. Wir können die Flasche schon wieder aufstufen. Geht ziemlich flott. Kann man ja noch sagen. Level up. So, ich hätte gerne... Attention. Und das reicht nicht, um das nächste freizuschalten. Das ist jetzt nicht so gut. Ich werde trotzdem beide Punkte reintun. Ja. Und hoffen, dass beim nächsten Stufenaufstieg das klappt. Oh, wir könnten alternativ Inventar. Wir haben hier noch so ein paar Seelen. Benutzen. Und das ist eine der besten Änderungen überhaupt. Von Dark Souls 1 auf Dark Souls 2. Ich kann mehrere davon auf einmal benutzen. So. Benutzen. Yo. Benutzen. Ja, ganz viel. Und das große Ding hier behalten wir erstmal. Ich glaube, es könnte jetzt schon reichen. Ja, ja. Ich gehe töten auf dein Geheiß hin. Ist alles gut. Level up. Attention. So, jetzt kann ich drei Zauber sprechen. Oh, warte mal. Ich hätte... Level up. Knie dich wieder hin. Int könnte ich steigern. Oder Vigor. Und ich glaube, ich steigere jetzt lieber erstmal Vigor. Damit wir mehr Lebenspunkte haben. Damit wir nicht gewonnen werden und so, ne? So, jetzt raus hier zum Bonfire. Attune Spells. Zing. Great Soul. Was? Great Soul Arrow. Ich wollte eigentlich mir angucken, was für Fähigkeiten er hat, aber das muss ich wohl im Inventar machen. Inventory. Da. Greater Soul Arrow. Show Spell Info. Da. Superior Soul Arrow. Stärker und effektiver gegen Gegner, die resistent sind gegen physische Angriffe. Die Stärke dieses Zauberspruchs ist beeinflusst von einer Intelligenz. Wie bei, glaube ich, allen Sprüchen? Müssen wir mal gucken. Und nein. Wechseln tue ich dich mit Pfeil oben. Ja, okay. Dahin. Nicht reisen. Weil wir wollten noch gucken, was das mit dem Newbie-Gebiet auf sich hatte. Also vom Newbie-Gebiet kommend an der Küste gucken. Schauen wir mal. Also da hinten war das Newbie-Gebiet. Gehen wir zu dem Krüppelbaum da hinten hin. Noch so ein, zwei Sachen, die ich übersehen habe und die ihr mir gesagt habt in den Kommentaren. Zum Beispiel Pate. Ich habe nicht komplett mit Pate gesprochen. Das habe ich übersehen. Also eigentlich hatte ich mir schon angewöhnt, mit jedem NPC so lange zu sprechen, bis er nichts mehr zu sagen hat. Aber bei Pate ist wohl irgendwas schiefgelaufen. Das sollten wir also noch nachholen. Was ist denn hier? Das sieht auffällig aus. Ja. Oh. Oh, eine Höhle? Das kenne ich noch gar nicht. Sehr schön. Oder ist das die Höhle, wo wir... Du bist die Newbie-Höhle, ne? Komischer Baum. Du siehst ein bisschen aus...
Bist du wie die Newbie-Höhle? Und du bist die Newbie-Höhle, okay. Es ist. Also, von der Newbie-Höhle aus kommt rechte Seite Küste. Was war denn das andere Ding eben gerade? Also ich hatte irgendwo so einen Spalt im Stein gesehen und ich dachte, da kämen wir her. Aber dem war wohl nicht so. Majula, ja. So, hier ist ein Baum. Kann ich hier irgendwas hauen? Ein Baum, ja. Da geht's nur sehr tief runter. Kann man hier rauf? Nein, unsichtbare Wand. Oh, ich sehe Loot. Ich sehe Loot und ich mag Loot. Alle. Hops. Alle, hops, was steht hier? Hinter dir. Oh, das hätte ich wohl auch übersehen. Vielen Dank für die Nachricht. Das rate ich gleich mal. Morningstar und Cleric's Crescent Chime. Oder Chim. Das wärst einmal du. Verursacht Blutung, wird von Klerikern verwendet. Ja, wird von Klerikern verwendet, um Aua zu machen. Und hiermit könnten wir jetzt Klerikerzaubersprüche sprechen, wenn wir das denn wollen würden. Theoretisch könnten wir auch einen Charakter entwickeln, der sowohl Intelligenzzauber als auch Glaubenszauber sprechen könnte. Aber ich weiß nicht, wie sinnvoll das Ganze ist. Um Zauber zu sprechen, musst du den Shame anlegen und dann Bonfire deinen Zauber einstellen. Genau. Also nicht so wirklich viele Hintergrundinformationen wie bei Dark Souls 1 auf den Gegenständen, sondern eher, ne, erklärende Tooltips und Binoculars. Also ein Fernrohr. Dim, dim, dim. Unter was zählst du? Das habe ich in meinem privaten Spiel noch nicht gefunden gehabt. Ich habe keine Ahnung, was es ist. Hä? Ah, da. Als Waffe zählt es. Man kann damit in die Ferne gucken. Man muss als Waffe ausrüsten. Und es ist ein seltenes Tool aus Wolgen. Sie werden dir nicht im Kampf helfen, aber mit etwas Kreativität kann man sie gut verwenden. Okay. Equipment. Nehmen wir mal als Dolchersatz. Du? So, ich sollte das testen, wenn ich nicht unbedingt an einem Abgrund stehe, sonst drücke ich irgendwelche falschen Knöpfe und dann falle ich runter und bin tot. Oh. So. Da geht's runter in den Wald. Okay. Also L1 müsste jetzt Fernrohr sein. Das ist mau. Ja. Also es ist kein sehr gutes Fernrohr irgendwie. Was für eine Verstärkung ist das? 20%? Okay, aber es könnte helfen, Gegner zu pullen zum Beispiel oder dergleichen. Werde ich also im Hinterkopf versuchen zu behalten. So, jetzt haben wir das Fernglas gefunden. Das war das Ding, was vom Newbie wieder auf der rechten Seite war. Wir haben den Zauberspruch angelegt. Wir haben unsere Seelen verballert. Jetzt können wir weiter töten. Travel dahin zum zweiten. Und da sind wir dann bei dieser komischen, schrulligen Hexe. Mit der werde ich auch nochmal reden. Nur für den Fall, dass ich da irgendwas vergessen habe. Und danach geht's unten weiter. Hallo, schrullige Hexe. These days, everybody's gone and run off. Drang Lake's been a pile of rubble since the war fought long, long ago. Krieg. And the giants crossed the sea. Ich weiß nicht, wie viel man in Dark Souls 1 von den Riesen mitbekommen hat. Also ja, es gab das Grabmal der Riesen. Da waren aber nur Riesenskelette. Die Riesen hier scheinen was anderes zu sein. Weil man trifft später auf ein paar.
mehr. Das müssen wir noch genau rausfinden. Seemed like the battles would never end. Poor folk like myself have nary a place to sleep. That's why I keep all me things right with me. You may travel light, but methinks you bear a burden of your own. Immer dieses Gekicher am Ende, das ist sehr verstörend. Also es kamen wohl irgendwann die Riesen über die See. Wobei wir noch nicht wissen, wie Riesen aussehen. Und dann gab es wohl einen Krieg. Haben die Riesen den Krieg angefangen? They say these trees grew from the remains of the giants. From each carcass sprouted new life growing into what you see now. But do you know what they also say? Don't believe what an old hag says. Lonely times these are. Also die Riesen sind gestorben. Zumindest einige. Wir wissen nicht, ob alle gestorben sind. Und aus deren Überresten sind diese Bäume da gewachsen. Okay. Hast du noch was zu sagen? Don't abandon. It's high time that I pick up a moose. Ah, okay. I've a bargain for you. Next time we meet, my love. Warum leuchten ihre Hände in so einem schwarzen Funkelzeug? Okay. Aber jetzt hat sie halt gesagt, dass es Zeit ist, dass sie ihre Sachen zusammenpacken soll. Das heißt, wir werden sie das nächste Mal woanders wieder treffen. Gut, gut. Also, da hätten wir genug gesprochen. Wir sollten jetzt Richtung Pate. Wir sollten Richtung Ballistas. Und den neuen Zauberspruch mal ausprobieren. Bam. Du bist kein One-Hit. Also, sie müsste theoretisch zwischen den Zaubersprüchen hin und her wechseln, was doof ist. Au. Ja, okay. Das wird sie wahrscheinlich später weiter differenzieren. Dass wir es vielleicht hinbekommen, dass der große Spruch ein One-Hitter wird oder ein Two-Hitter und der kleine dann 2, 3, 4 braucht. Oder Bosse. Ich kann mir den großen aber für Bosse aufbewahren. Bam. Oh, Loot. Feuerbombe. Nee. Hier hoch. Die ganze rechte Seite hatten wir schon abgeklappert. Das können wir jetzt also ignorieren. Hier müssen wir weiter. Und dann war auch gleich Pate unten an der Ecke. Dann sprechen wir nochmal mit ihm. Gehen dann zu den Ballistas, benutzen da den Ferris Lockstone. Und dann haben wir noch den großen Typen. Also, wenn wir hier... Oh, ja, erstmal töten dann. Oh, hey. Ich stehe nämlich am Schwarzpulverfasser. Da schmeißt jemand einen Bomben. Okay, das sollte ich ein wenig anders regeln. Weg. Ah, doofen Schildträger. Ah. Da kommt wahrscheinlich auch noch hinterher. Also wenn man jetzt hier runter geht und dann gleich links. Da war so ein großer Typ im Knüppel. Ich weiß nicht, wie weit wir da schon gegangen sind. Und ich habe irgendwie das Gefühl, wir brauchen viel mehr Zaubersprüche. Aber wenn ich wirklich jeden Gegner töte. Immer. Ne? Damit mir nichts in den Rücken fallen kann und so weiter. Dann komme ich durch die ganzen Gebiete nicht mehr ordentlich durch. Das ist sehr doof. Also hier, die Richtung. Da, weiter. Da wäre der Ferris Lockstone, aber erstmal Pate. Hallo, Pate. Oh. But you should take this. White Sign Soapstone. It allows undead to call out for help to one another across the fissures between worlds. With luck, somebody will lend you a hand. Okay, also damit kann ich andere Leute beschwören. Das stimmt so nicht. Damit kann ich dafür sorgen, dass andere Leute mich beschwören. Das heißt, Ausrüstung. Du weg. Größere Version hin. So.